Zwei schwere Heimspiele hatte der SVS letzte Woche zu bestreiten. Schon vor Beginn des Kellerduells gegen den SC Ritzing war klar, drei Mannschaften aus der Ostliga werden absteigen. In diesem Schlüsselspiel gab es also das Duell um den viertletzten Platz. Das Spiel begann mit einigen eher harmlosen Weitschüssen auf beiden Seiten, doch bereits in der 9. Minute wird es ernst. Noel links im 16er, fällt, erkämpft sich jedoch erneut den Ball und schießt ein zum 1:0. Die Ritzinger Verteidigung macht dabei eine ziemlich schlechte Figur. Nun sollte man meinen, dass der frühe Treffer zur Führung Auftrieb gab. Als konsequenter erwiesen sich jedoch die Gäste aus dem Burgenland. Bei dieser Attacke von Niefergall an Freiberger bleibt der Elferpfiff jedoch aus. Auf der Gegenseite scheitert die SVS kurz darauf aus Spitzenwinkel am Ritzinger Torhüter David Kraft. Inzwischen schreiben wir die 39. Minute. Vorhaber von links ins lange Eck, Ausgleich. Und Ritzing macht weiter Druck. Knapp vor Ende der ersten Halbzeit scheitert man noch an Torhüter Klar. Doch es ist kein Pausenpfiff zu hören. Stattdessen klingelt es im Tor der Schwächerter. Masovic überspielt Klar und schließt trocken ab. Die Führung hätte schon vor der Pause höher ausfallen können. Bei diesem Freistoß kann sich Klar jedoch auszeichnen. Nach Seitenwechsel gelingt es den Braustädtern nicht, mit Druck auf den Ausgleich hinzuarbeiten. Dazu kam noch eine gehörige Portion Pech. Der Treffer von Noel in der 57. Minute wurde abseits gegeben. Eine Fehlentscheidung. Auf der Gegenseite gelang es Ritzing jedoch auch nicht, den Sack zuzumachen. Und nach einer torlosen zweiten Halbzeit blieb es also beim 1:2. Und bei Schwächert in einer bedauernswerten Verfassung. Und dann am vergangenen Freitag das Spiel gegen den Tabellenleader, die Austria. Bei strömendem Regen ist die Taktik von Beginn weg, die Räume eng zu machen und sich auf Konter zu verlegen. 7. Minute, Höffel drüber. Neun Minuten später ist es Super, der den Ball neben das Tor setzt. In dieser Tonart geht es weiter. Wir schreiben die 30. Minute. Noel faul knapp vor der Strafraumgrenze. Höffel tritt an. 1:0 für den SVS. Mit diesem Spielstand geht es auch in die Pause. Nach Seitenwechsel drängt die Wiener Austria auf den Ausgleich. Noel bleibt als einsame Spitze vorne, hinten verteidigen neun Mann und lauern auf die Konterchance. Und die bietet sich auch. Höffel 2:0 ins lange Eck. Doch trotz Unterzahl nach einem Ausschluss bleiben die Gäste gefährlich und erzielen den Anschlusstreffer. Und es zeigt sich einmal mehr, dass ein Fußballspiel 90 Minuten dauert. Wir befinden uns bereits in der Schlussminute. Die Schwächerter bringen in diesem Getümmel den Ball nicht weg und Frank gleicht aus. Ein schöner Fußballabend, wenn nicht ein ganz glücklicher. Nein, das darf uns nicht passieren. Ich glaube, wir haben Chancen auf 3:0 und aufs 4:0. Das müssen wir besser spielen. Und wir rennen alleine am Tor, aber wir machen das Tor nicht. Und dann, also, was wir nie gesagt haben, ein blödes Dribbling da vor in der Augen, muss ja einen Foul machen, dann kriegst du einen Freistoß da ins Kreuzig. Und dann ein hoher Ball rein und wir kriegen es 2:2. Das darf uns nicht passieren. Wir haben uns also fest vorgenommen, dass wir gut stehen, dass wir nach vorne spielen. Das haben wir erste Halbzeit gemacht, zweite Halbzeit stellenweise gut und leider ist es nicht aufgegangen. Wie schaut es in den nächsten Spielen aus?
ja, wir versuchen weiterhin so konstant ins Spielen, dass wir hinten zumachen und weiter. Wir sind halt in der Prärie und darauf müssen wir halt, können wir nicht ändern, also müssen wir weiter tun. Schwächert hat halt sehr tief gestanden. Uns ist eigentlich nicht sehr viel eingefallen in der ersten Halbzeit. Wir haben sie schwer da gegen die Spielweise von Schwächert. Und dann haben wir halt alles riskiert. Haben wir halt alles, obwohl wir ein weniger waren, alles nach vorne gehabt. Also was anderes ist uns immer überblieben und es ist dann Gott sei Dank noch gut gegangen, dass wir zumindest einen Punkt gerettet haben, obwohl man dann sagen muss, dass wir noch in der allerletzten Minuten die Riesenchance gehabt hätten, das Match noch zu gewinnen, aber aufgrund unserer Leistung haben wir uns heute nicht mehr verdient. Ja, wir müssen weiter fighten, kämpfen, aber wie gesagt, es geht aufwärts. Ja.